Freundinnen und Freunde der Astrologie, aus kosmischer Sicht erwartet uns im November ein stürmisches Tiefdruckgebiet. Kampfplanet Mars trifft auf den sturen Saturn und den nervösen Uranus. Das bringt starke Energien, die aufeinander prallen und irgendwie ausgelebt werden wollen. Wir sind gefordert, konstruktiv damit umzugehen. Zum Glück kommt uns die Venus zur Hilfe. Langweilig wird es im November garantiert nicht. Mehr zu diesen Konstellationen und wie sie sich auf die einzelnen Sternzeichen auswirken, erfahrt ihr in diesem Video. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast. Diesmal sende ich aus dem Studio in meiner zweiten Heimat in Arizona und wir wollen uns die Tendenzen für den November anschauen. Die Timecodes zu den Sternzeichen findet ihr in der Videobeschreibung unter dem Horoskope-Shop. Ich hoffe, ihr seid im Oktober mit euren Projekten gut vorangekommen und konntet auch ein bisschen Beziehungszeit genießen. Denn im November werden wohl öfter unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher gibt es aber noch Geschenke und auch eine Gewinnerin. Weil es langsam aufs Jahresende zugeht, verlose ich im November-Video eine persönliche Jahresvorschau und wer die gewonnen hat, erfahrt ihr im Video für den Dezember. Und hier ist die glückliche Gewinnerin meines neuen Antonias Sterne-Kalenders, Diana Herrmann. Herzlichen Glückwunsch, liebe Diana. Bitte melde dich unter der unten eingeblendeten E-Mail-Adresse mit deiner Postanschrift. Dann können wir dir den Kalender zuschicken. Und wie ihr an der Verlosung teilnehmt, das erfahrt ihr im Serviceteil am Ende des Videos. Jetzt wollen wir in die Sterne für den November schauen. Das sieht nach einem bewegten Monat aus. Die dominanten Konstellationen haben mit den beiden Liebesplaneten Venus und Mars zu tun. Als erstes schauen wir uns an, welche besondere Rolle Mars im November spielen wird. Der Kampfplanet geht am 30. Oktober ins Zeichen Skorpion und entfaltet dort bis zum 13. Dezember starke Kräfte. Der Skorpion ist die klassische Heimat des Mars. Hier fühlt er sich wohl. Jetzt muss er keine Rücksicht mehr nehmen, um sich durchzusetzen, wie zuvor in der diplomatischen Waage. Im Skorpion wird er mit allen Mitteln dafür kämpfen, seine Ziele zu erreichen. Deshalb ist es wichtig, dass wir diesen Mars für gute und gerechte Ziele einspannen, damit er keinen Schaden anrichtet. Der Mars ist ja unser innerer Krieger und im Grunde wartet er auf unsere Befehle, wofür er sich einsetzen soll. Aber im Skorpion hat er einen besonderen Draht zu unseren urigsten Instinkten der Verteidigung oder des Angriffs. Es kann also passieren, dass der Mars, bevor wir unseren Kopf überhaupt einschalten können, schon entschieden hat, unsere Gefühle zu verteidigen. Zum Beispiel können Emotionen wie Rache oder Eifersucht ein Ansporn sein, zu handeln oder zu kämpfen. Auch Streitigkeiten ums Geld oder um Besitztümer können nun gehäuft auftreten. Dabei schlägt Mars im Skorpion nicht spontan zu, so wie der Mars im Widder, sondern wartet auf eine Gelegenheit, den Feind in einem Moment der Schwäche anzutreffen und dann zuzuschlagen. Mit diesem drastischen Bild im Hinterkopf müsst ihr euch jetzt noch vorstellen, dass der Mars im November auf Saturn und Uranus trifft, was für zusätzlichen Zündstoff sorgt. Bis zum 11. November hat er Stress mit Saturn. Das kann mit großen Frustrationen einhergehen. Wir haben etwas vor, aber es läuft nicht so wie gedacht, weil Leute uns Steine in den Weg legen oder sich stur stellen und das macht uns wahnsinnig. Ebenfalls schwierig ist die Begegnung von Mars mit dem nervösen Uranus, und zwar zwischen dem 13. und 20. November. In dieser Zeit können Auseinandersetzungen eskalieren und das kann sehr plötzlich vor sich gehen. Auch Trennungen liegen dann in der Luft. Vor allem Beziehungen, in denen schon etwas im Argen liegt, sind dann sehr gefährdet. Ich hatte euch ja schon den Psychologie-Podcast von Stefanie Stahl empfohlen. Den setze ich euch auch gern nochmal unten in die Videobeschreibung. In einer Folge spricht sie von Trennungsaggression, die man braucht, um sich aus einer Beziehung lösen zu können. Und das haben wir diesen Monat, denn Mars ist die Aggression und Uranus ist die Trennung. Wenn ihr tatsächlich eine Beziehung beenden oder einen Job kündigen wollt, dann ist der November der ideale Monat dafür. Wenn euch an euren Beziehungen etwas liegt, dann solltet ihr vom 4. bis zum 20. November Problemgespräche vermeiden und euch mit Kritik zurückhalten.
Betroffen sind vor allem die fixen Zeichen Stier, Löwe, Skorpion und Wassermann. Und auch wenn ihr andere persönliche Faktoren im Horoskop in diesen Zeichen habt, werdet ihr das spüren. Um herauszufinden, ob ihr betroffen seid, würde sich eine schriftliche Mars-Analyse anbieten. Darin erfahrt ihr, ob der Mars im November Aspekte zu wichtigen Stellen eures Horoskops bildet und könnt entsprechend achtsam damit umgehen. Die Mars-Analyse gibt es jetzt mit 40% Rabatt. Mehr dazu im Service-Teil am Ende des Videos. Ich verlinke euch das aber auch hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. In der Mars-Analyse ist auch die ausführliche Beschreibung der 90-Sekunden-Regel enthalten. Das ist eine mentale Übung, die uns dabei hilft, auch in Momenten von Zorn und Ärger in unserer Mitte zu bleiben und im Anschluss an diese 90 Sekunden die Situation klarer und nüchterner zu betrachten und auch unseren Standpunkt gelassener zu vertreten. Also diese Übung werden wir im November sicherlich öfter brauchen. Wie sich die Mars-Konstellationen im Einzelnen auswirken, darauf gehe ich natürlich nachher in den Sternzeichenhoroskopen genau ein. Zum Glück hat uns der Kosmos auch eine ausgleichende Energie mit an die Hand gegeben, und zwar die der Venus. Die geht am 5. November ins Zeichen Steinbock. Dort wird sie dann im Dezember rückläufig und bleibt deswegen bis zum 6. März im Steinbock, also eine ungewöhnlich lange Zeit. Die Venus bildet ab dem 5. November für den Rest des Monats einen Harmonieaspekt zum Mars. Das heißt, sie kann ihn besänftigen. Und sie gleicht auch die harsche Spannung zwischen Mars und Uranus vom 13. bis 20. November aus. Das bedeutet, wenn wir uns ganz bewusst für die Kraft der Liebe und der Wertschätzung entscheiden und gegen die spaltenden und trennenden Kräfte von Mars und Uranus, dann kommen wir mit den Konstellationen in diesem Monat am besten klar. Nun steht die Venus im Steinbock nicht unbedingt besonders leidenschaftlich und zärtlich, aber dafür praktisch veranlagt und werteorientiert. Das hilft uns dabei, Konflikte mit einer gewissen Nüchternheit zu betrachten und abzuwägen, ob wir beispielsweise eine Beziehung oder einen Job, die für uns einen großen Wert darstellen und in die wir bereits viel investiert haben, spontan aufgeben wollen, nur weil wir uns gerade mächtig ärgern oder angegriffen fühlen. Das Mars-Thema ist trotzdem recht brisant, weil es von der Neumond- und Vollmond-Konstellation stark angetriggert wird. Der Neumond im Skorpion am 4. November kanalisiert gewissermaßen die starke nervöse Energie von Uranus und lässt uns ungeduldig nach Neuerungen und Freiheit streben. Gleichzeitig wird aber der Mars von Saturn gebremst und wir haben dieses unangenehme Gefühl, nicht so zu können, wie wir wollen. Nur wenige Stunden nach dem Neumond wechselt die Venus in den Steinbock und reicht Mars sozusagen die Hand. Doch der bildet dann vom 13. bis zum 20. November diese explosive Spannung zu Uranus. Teilweise ist auch noch Merkur als Sprachplanet, als Ausdrucksplanet daran beteiligt. Und das Ganze findet dann seinen Höhepunkt zu Vollmond am 19. November im Stier. Mit etwas Glück kann das einen Durchbruch bringen. Wenigstens steht dann Saturn nicht mehr im Weg. Aber es kann eben auch dazu führen, dass wir es übertreiben und aus dem dringenden Wunsch heraus, alles neu und anders machen zu wollen, Strukturen einreißen, die eigentlich ganz prima funktioniert haben. Oder eben eine Trennung herbeiführen, obwohl die Beziehung erhaltenswert gewesen wäre. Der Vollmond im Stier am 19. November ist zugleich auch noch eine Mondfinsternis und das lässt die Gefühle noch stärker hervortreten und uns noch emotionaler reagieren als sowieso schon, wenn Vollmond ist. Deshalb wäre mein Tipp, lebensverändernde Entscheidungen wie eine Trennung oder Kündigung bis mindestens zum 20. November zu vertagen. Danach tritt nämlich eine spürbare Entspannung und Erleichterung ein. Behaltet das bitte immer im Hinterkopf, wenn es gerade um die Mitte des Monats ziemlich schwierig wird. Besserung ist ab dem 20. November in Sicht. Die Mondfinsternis wird dann noch gefolgt von einer Sonnenfinsternis am 4. Dezember. Deshalb bleibt die Zeitqualität insgesamt sehr intensiv. Entscheidungen, die wir im November und Dezember treffen, haben langfristige Folgen. Wie sich Neumond und Vollmond auf die einzelnen Sternzeichen auswirken und welche Themen besonders angesprochen sind, darauf gehe ich nachher im Sternzeichenteil noch ausführlich ein, mit Vorschlägen für eure Meditationen und Rituale. Im November können wir wirklich üben, wie weit wir in unserer spirituellen Entwicklung sind,
ob wir uns von den aggressiven und trennenden Kräften fortreißen lassen oder ob wir in unserer Mitte bleiben, im Herzen und die universelle Liebe hochhalten oder die erotische und sinnliche. Der schöne Harmonieaspekt zwischen Venus und Mars ist nämlich auch gut für die körperliche Liebe. Unter diesen Konstellationen kann es in unseren Partnerschaften durchaus heiß hergehen, denn diese konflikthafte Stimmung heizt auch die Leidenschaft an, zumal ja der Mars im leidenschaftlichen Skorpion steht. So kann es durchaus sein, dass manche Paare zeitweise kein Wort miteinander reden, aber trotzdem zwischendurch gierig übereinander herfallen. Auch die berühmte Versöhnung im Bett ist durch diese Konstellation begünstigt. Man ist zwar vielleicht wütend aufeinander, spürt aber trotzdem auch, wie attraktiv der Partner oder die Partnerin ist und wie stark man sich zu ihm oder ihr hingezogen fühlt. Wovon ich euch in diesem Monat wirklich abrate, ist Liebesentzug als disziplinarische Maßnahme. Meiner Meinung nach war das noch nie ein gutes Mittel, aber noch nie war es so schlecht wie diesen Monat. Ganz im Gegenteil, ihr müsst jedes Fünkchen Liebe, das sich zeigt, zu einem Feuer anfachen und euch gemeinsam dran wärmen. Wenn ihr jetzt gefühlsmäßig oder körperlich auf Distanz geht, vergrößert das die Gefahr, dass es zu einer Trennung kommt. Wo wir schon von Gefahren reden: Die Mars-Uranus-Spannung vom 13. bis 20. November geht auch mit einer erhöhten Unfall- und Verletzungsgefahr einher. Das sind dann die typischen Unfälle im Haushalt oder auch auf der Straße, weil man aus Hektik oder Ungeduld unachtsam wird und dann stolpert, sich schneidet, sich mit heißem Essen oder Tee verbrennt oder dergleichen mehr. Deswegen wäre mein Tipp, dass ihr euch für eure Termine und Vorhaben genug Zeit nehmt und vielleicht etwas mehr Luft im Kalender lasst, so ähnlich wie beim rückläufigen Merkur, damit ihr keinen Zeitdruck habt. Dadurch könnt ihr viele Risiken abmildern. Außerdem raten die Sterne auch davon ab, riskante neue Sportarten auszuprobieren, mit denen man sich noch nicht so gut auskennt. Auch finanziell solltet ihr vorsichtig sein, denn die Zeichen Stier und Skorpion, in denen sich die ganzen Spannungsaspekte abspielen, haben mit Geld und Besitz zu tun. Das kann eine Neigung zu großen Finanzrisiken mit sich bringen und der Ausgang ist dann mehr als ungewiss. Nach der Mondfinsternis am 19. November lassen die kosmischen Anspannungen spürbar nach. Mars und Venus bilden dann Harmonieaspekte zum sanften Neptun und das fördert den Zusammenhalt. Die Marskräfte lassen sich nun leichter für eine gute Sache einsetzen, zum Beispiel für Hilfsprojekte oder ganz einfach zur gegenseitigen Unterstützung. Außerdem sind diese Aspekte romantisch und zärtlich, so dass man regelrecht das Bedürfnis verspürt, wieder aufeinander zuzugehen. Es ist gut möglich, dass ihr euch dann fragt, warum ihr überhaupt so sauer auf jemanden oder etwas sein konntet. Am 22. November um 3.33 Uhr morgens geht die Sonne in den Schützen, 2 Tage später auch der Merkur und dann kommt eine optimistische Stimmung auf. Beide verbinden sich bis zum Monatsende günstig mit Chiron und das ist dann doppelte Versöhnungspower. Sogar die Heilung von entstandenen seelischen Verletzungen ist dann möglich. Und auch wenn ihr wirklich einen kleinen Unfall im Haushalt hattet, werdet ihr euch dann schnell davon erholen. Der Monat klingt also mit recht erfreulichen und hoffnungsvollen Aspekten aus. Danach wird es dann wieder spannend, denn der nächste Neumond am 4. Dezember im Schützen ist auch eine totale Sonnenfinsternis. Mehr dazu erfahrt ihr dann in meinen Dezember-Videos. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen im November und gleich folgen die Aussichten für die einzelnen Sternzeichen. Ein Tipp noch: Schaut euch am besten nicht nur euer Sternzeichen an, sondern auch das Zeichen eures Aszendenten. Wahrscheinlich findet ihr in beiden wertvolle Informationen für euch. Das Dossier zum Monatshoroskop im November könnt ihr zum Nachlesen über meine Homepage bestellen. Aus technischen Gründen stehen diesmal die Sternzeichen leider nicht einzeln zur Verfügung, sondern nur das Gesamtpaket. Das bekommt ihr aber zum super Sonderpreis von nur 5 Euro. Damit kriegt ihr dann alle Sternzeichen und die kosmische Schwingung zum Nachlesen. Jetzt geht's los mit den Sternzeichenhoroskopen und wir beginnen wie immer mit den Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Hallo, ihr fabelhaften Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Im November kommt eine neue Energie auf, weil euer Herrscher Mars sich durch den Skorpion bewegt.
Bevor wir uns das näher anschauen, habe ich noch einen Hinweis. In diesem Sternzeichenhoroskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine PDF-Horoskope und Beratungen, die auf der Basis eures Geburtsdatums individuell für euch erstellt werden. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Mit dem Mars im Skorpion müsst ihr euch möglicherweise ein bisschen anstrengen, um in Gang zu kommen. Aber wenn ihr erstmal bei der Sache seid, verfügt ihr über große Kräfte und habt sogar mehr Ausdauer als sonst. Besonders gut für eure Motivation ist es, wenn ihr mit dem Herzen bei der Sache seid und gefühlsmäßig hinter dem steht, was ihr tut. Es ist wichtig, dass ihr euch darüber bewusst werdet, denn im November besteht die Gefahr, dass Verbindungen oder Verbindlichkeiten zerbrechen, die euch nicht mehr überzeugen. Das betrifft auch die finanzielle Seite. Hier ist im November ein ziemliches Auf und Ab angezeigt und ihr solltet sehr vorsichtig mit Finanzentscheidungen sein, bei denen es um viel Geld geht. Es können plötzliche Ausgaben auf euch zukommen, allerdings auch plötzliche Gewinne hereinkommen. Haltet euer Geld zusammen. Die Zeit bis zum 20. November ist nicht unbedingt für spontane Ausgaben geeignet. Für euer Beziehungsleben gilt: Wenn ihr zu eurer Partnerschaft stehen könnt, werdet ihr im November eine schöne Zeit und viele leidenschaftliche Momente erleben. Bei schwierigen beruflichen oder finanziellen Entscheidungen wird euch euer Herzensmensch zur Seite stehen und der Zusammenhalt ist gut. Ein besonders schönes Wochenende für kuscheliges Zusammensein mit dem Liebsten und der Familie ist zum Beispiel der 13. und 14. November. Wenn es jedoch bei euch im Beziehungsgebälk knirscht, kann es diesen Monat zu Auseinandersetzungen und sogar zum Bruch kommen. Der Neumond vom 4. November ist geeignet, um euch Gedanken über diese Themen zu machen. Wie viel bedeuten euch eure festen Verbindungen, Beziehungen oder auch Verträge? Die können sich nämlich im November stark verändern und darauf solltet ihr vorbereitet sein. Besonders kritisch ist hier die Zeit vom 13. bis 20. November. Dann kann es zu einer Trennung kommen, wenn ein Streit eskaliert und dabei kann es häufig um Finanzielles gehen. Dementsprechend ist das auch eine Zeit, in der ihr keine finanziellen Risiken eingehen solltet. Und auch gesundheitlich müsst ihr in diesen Tagen gut auf euch aufpassen, denn die Aspekte zeigen eine erhöhte Verletzungsgefahr an, wenn ihr euch hektisch und unachtsam verhaltet. Der Höhepunkt ist wahrscheinlich der Vollmond am 19. November mit der Mondfinsternis im Stier. Die wird für viele Leute sehr emotional sein, vor allem wenn es um Besitz und Werte geht. Da könnt ihr leicht ins Fettnäpfchen treten, wenn ihr nicht aufpasst. Mit diesem Wissen im Hinterkopf könnt ihr dennoch im November sehr produktiv sein und vorankommen. Denn die beiden großen Player, Saturn und Jupiter, stehen günstig für euch. Das heißt, ihr bekommt gute Unterstützung in eurem jeweiligen Team und auch durch euer berufliches Netzwerk. Für euer Privatleben bedeutet das, dass Freundschaften hoch im Kurs stehen. Komplizierte Sachverhalte könnt ihr mit Freundinnen und Freunden gut besprechen. Dabei solltet ihr allerdings Finanzen und Freundschaften auseinanderhalten, also beispielsweise kein Geld an FreundInnen verleihen. Die Singles unter euch haben in der ersten Woche und in den letzten 10 Tagen des Novembers die besten Gelegenheiten zum Flirten. Leute lernt ihr kennen, wenn ihr euren Interessen nachgeht und Neues dazulernt. Auch in eurem unmittelbaren Umfeld können interessante Flirtkandidaten und Kandidatinnen auftauchen und gerade diejenigen, mit denen ihr besonders heiß oder kontrovers diskutiert, reizen euch ganz besonders. Auch eure Freunde können euch jemanden vorstellen, der oder die spannend ist. Übrigens, falls ihr Interesse an jemanden aus der Vorstandsetage oder einer Geschäftspartnerin entwickelt, seid vorsichtig. Eine solche Liaison kann sich intensiv entwickeln und zu größeren Verstrickungen führen und das hält dann an bis März kommenden Jahres. Wenn sich da was anbahnt, lasst es ruhig angehen. Die damit verbundenen Schwierigkeiten lohnen sich nur, wenn ernste Gefühle da sind und man sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen kann. Denkt an die 3-Monats-Regel, also 90 Tage abwarten, ehe ihr euch tiefer einlasst. Ab dem 22. bekommt ihr kosmischen Rückenwind, wenn die Sonne in den Schützen geht. Dann wird die Stimmung leichter und optimistischer und das ist auf allen Ebenen angenehm und verspricht gute Chancen beim Flirten. Möglich, dass euch in den nun folgenden 4 Wochen das Fernweh packt und wenn ihr die Gelegenheit habt, solltet ihr tatsächlich in Erwägung ziehen, in der Zeit zu verreisen.
Aber auch beruflich habt ihr in den letzten 10 Tagen des Monats eine richtig gute Phase. Wenn ihr dran geblieben seid, erhaltet ihr nun die Belohnung für eure Mühen, die sich auch finanziell auszahlen können. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. Der November kann etwas anstrengend werden, weil Kampfplanet Mars durch euer Partnerhaus läuft und dabei Uranus aktiviert, der euch schon seit geraumer Zeit etwas nervös macht. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Hinweis. In diesem Sternzeichenhoroskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine PDF-Horoskope und Beratungen, die auf der Basis eures Geburtshoroskops individuell für euch erstellt werden. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Die Sterne im November stehen ziemlich aufregend für euch. Glücklicherweise habt ihr ab dem 5. November einen günstigen Venus-Einfluss, der viele Spannungen ausgleicht. Trotzdem solltet ihr auf euch selbst und eure Beziehungen besonders Acht geben, und zwar bis zum 20. November. Danach tritt Beruhigung ein und dann werden die Aspekte sogar richtig kuschelig und versöhnlich. Aber schauen wir uns das der Reihe nach an. Der Monat startet nach den Feiertagen mit beruflich und finanziell günstigen Aspekten. Deshalb kriegt ihr im Rest der Arbeitswoche bestimmt noch einiges geschafft. Eure Finanzsterne stehen den ganzen Monat über günstig für bestehende Geschäfte. Sachen, die ihr neu einfädelt, bergen ein gewisses Risiko, aber auch große Gewinnchancen. Risiken solltet ihr aber nur eingehen, wenn ihr euch wirklich gut auskennt und dabei bitte auch nicht alles auf eine Karte setzen. Der Neumond am 4. November lenkt die Aufmerksamkeit auf die Beziehungsangelegenheiten, die euch beschäftigen werden. Da wird sich wohl einiges für euch verändern und wenn ihr zum Beispiel noch Solo und auf der Suche seid, kann es durchaus eine positive Überraschung sein. Es scheint da wohl einen oder sogar mehrere männliche Verehrer zu geben, die euch auch gerne foppen oder in wilde Diskussionen verwickeln, weil sie euch näher kommen wollen. Und weil auch Liebesgöttin Venus mitspielt, können Flirts erstmal sehr aufregend und vielversprechend verlaufen. Schwierig kann es für eure bestehenden Beziehungen werden, vor allem wenn ein Flirt auch noch parallel dazu läuft. Ihr solltet den Neumond nutzen, um darüber zu meditieren, was euch Partnerschaften und Beziehungen bedeuten. Wenn ihr Single seid, macht euch Gedanken darüber, wie jemand beschaffen sein soll, mit dem ihr euch eine Zukunft vorstellen könnt. Wenn ihr fest liiert seid, wollt ihr euch vielleicht verändern oder ihr habt beruflich viel zu tun und müsst Entscheidungen treffen. Und dann muss sich zeigen, ob euer Partner da mitziehen kann. Es gibt eine kritische Phase vom 13. bis zum 20. November, in der kann es zum Bruch kommen, wenn ihr keinen Kompromiss findet. Sogar ein Streit kann zu einer spontanen Trennung führen, was eigentlich sonst gar nicht eure Art ist. Also seid bitte vorsichtig und achtsam mit Menschen, die euch wichtig sind, aber auch mit euch selbst. Beruflich steht auch einiges auf dem Spiel. Ihr seid vermutlich stark gefordert und müsst Entscheidungen treffen, die nicht immer leicht sind. Doch ab dem 5. November hält für den Rest des Monats die Venus ihre schützende Hand über euch. Das ist günstig für die Liebe, denn ihr spürt selbst in kritischen Momenten die Anziehungskraft zu eurem Herzensmenschen und seid euch auch im Klaren darüber, wie viel eure Beziehung euch bedeutet. Finanziell ist das auch ein guter Einfluss. Es lohnt sich, bei Besprechungen und Projekten die gemeinsamen Wertvorstellungen und Finanzziele zu betonen. Dann verliert ihr auch bei hitzigen Diskussionen nicht den Fokus auf das Ergebnis und das kann noch sehr gut werden. Wenn ihr jedoch spürt, dass es für euch Zeit wird, bestimmte Jobs oder Menschen hinter euch zu lassen, kann der November der richtige Monat dafür sein. Meine Lieblingspsychologin Stefanie Stahl spricht von Trennungsaggression, die man braucht, um von jemandem loszukommen. Nun, davon gibt es Mitte November reichlich, wenn man den Mars als Aggression deutet und Uranus als Trennung. Das könnt ihr ausnutzen, falls ihr euch von einem Menschen oder einem Projekt lösen wollt, was ja vielen Stieren sehr schwer fällt. Im negativen Fall kann es natürlich auch heißen, dass jemand sich von euch trennt. Darauf solltet ihr gefasst sein, wenn euch entsprechende Ahnungen umtreiben. Aber nochmal, wenn den Beteiligten etwas an der Verbindung liegt, hilft euch die Venus dabei, sicher durch das Auf und Ab der Gefühle bis zum 20. November zu navigieren. Auch ihr seid wahrscheinlich stärker davon betroffen, dass die Verletzungs- und Unfallgefahr erhöht ist. Und in eurem Fall sind es wahrscheinlich andere, die euch irgendwie ablenken
und dann zack, ist es passiert. Also achtet auch bitte darauf, lasst euch nicht aus der Ruhe bringen, macht die Sachen in eurem eigenen Tempo und lasst Luft im Kalender, damit es eben nicht zu einer kleineren Verletzung kommt. Der Höhepunkt der angespannten Zeiten ist die Mondfinsternis am 19. November im Stier. Die ist sehr emotionsgeladen und leidenschaftlich. Was zu diesem Vollmond passiert, wird euch auch seelisch die nächsten 3 Monate beschäftigen. Direkt danach entspannen sich die Aspekte aber spürbar. Am 22. November wandert die Sonne in den Schützen und schenkt euch in den kommenden 4 Wochen Optimismus und neue Perspektiven in euren festen Partnerschaften. Dabei lohnt sich auch der Blick zurück in die gemeinsame Vergangenheit, um zu schauen, was ihr in Zukunft vielleicht besser machen könnt. Die Liebesplaneten bilden bis Ende November wunderbar romantische Aspekte mit dem sanften Neptun. Das hilft, die Herzen für eine Versöhnung zu öffnen und die kann auch sehr leidenschaftlich ausfallen. Das Wochenende vom 27. und 28. November solltet ihr euch auf jeden Fall für die Liebe und für euer Privatleben freihalten. Hallo, ihr zauberhaften Zwillinge-Geborenen und Zwillinge-Aszendenten. Wie es aussieht, müsst ihr im November besonders auf eure Gesundheit und eure Arbeitsumgebung achten, wenn ihr gut durch den Monat kommen wollt. Mehr dazu gleich. Vorher habe ich noch diesen Hinweis. In diesem Sternzeichenhoroskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine PDF-Horoskope und Beratungen, die auf der Basis eures Geburtsdatums individuell für euch erstellt werden. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte hier und auch unten in der Videobeschreibung. Eure Gesundheit steht im November im Fokus. Es kann sein, dass ihr eine unerklärliche neue Allergie entwickelt oder nervlich sehr angespannt seid. Und wundert euch auch nicht, wenn ihr im November öfter schlecht schlaft, denn der nervöse Uranus im Bereich eurer Träume wird stark angeregt. Möglich auch, dass euch beruflicher Stress oder Schwierigkeiten mit Kollegen nachts den Schlaf rauben, weil eure Gedanken darum kreisen, wie ihr das Problem lösen könnt. Und achtet bei kleineren Verletzungen darauf, sie gleich gut zu versorgen, denn die können sich sonst plötzlich entzünden und größere Probleme nach sich ziehen. Diese unruhige Zeit hält an bis zum 20. November, danach tritt Besserung ein. Falls ihr in einer festen Beziehung seid, wird euch euer fester Schatz eine große Stütze sein und eine starke Schulter zum Anlehnen bieten. Euer Zusammenhalt scheint gut zu sein und ihr werdet feststellen, dass ihr euch bei möglichen Krisen aufeinander verlassen könnt. Für die Single-Zwillinge unter euch ist der Monat sicherlich aufregend, denn Lilith in eurem Zeichen lässt euch charismatisch und geheimnisvoll wirken und auch durch den Mondknoten wirkt ihr sehr anziehend auf Menschen. Im November scheint ihr besonders anziehend auf Kolleginnen und Kollegen aus eurer Arbeitswelt zu wirken. Flirts können sich auch im Zusammenhang mit Gesundheitsthemen ergeben. Wundert euch daher nicht, wenn euer Arzt oder Heilpraktiker sich plötzlich für euch interessiert. Und in diesem Fall betrifft das wohl tatsächlich öfter männliche Figuren. Der Neumond am 4. November aktiviert die Themen rund um eure Gesundheit und euren Alltag, auch in der Arbeit. Wenn euch da also Probleme und Herausforderungen begegnen, könnt ihr zum Neumond um Eingebungen bitten, wie ihr sie meistern könnt. Denn Uranus bringt euch zwar nachts um den Schlaf, wirkt aber auch wie ein Kanal für geistige Erkenntnisse aus dem Kosmos. Ihr könnt vor dem Einschlafen um Erkenntnisse im Traum bitten. Da kommen bestimmt wichtige Infos rein. Bedenkt bei all dem bitte, dass Sorgen am Arbeitsplatz euch zwar ärgern und beschäftigen können, aber doch wohl eher Details sind. Zum Beispiel, dass ein Kollege ausfällt und ihr deshalb mehr zu tun habt oder dass jemand Neues ins Team kommt, der erstmal ziemlich chaotisch ist. Lasst euch davon bitte nicht zu verrückt machen, denn die Karriereplaneten Saturn und Jupiter stehen längerfristig günstig für euch. Wenn ihr euren Job liebt, solltet ihr also nicht wegen Unannehmlichkeiten spontan kündigen, denn ein Ende der Querelen ist abzusehen. Wenn ihr einen Herzensmenschen an eurer Seite habt, solltet ihr mit ihm oder ihr unbedingt über eure Sorgen und Ängste sprechen. Das wird euch beruhigen und helfen, euch zu sortieren. Auch wichtige Geschäftspartnerschaften und sichere Finanzverträge können sich in chaotischen Momenten als verlässlich und beruhigend für euch erweisen.
Die angespannteste Phase ist vom 13. bis zum 19. November und dann haben wir die Mondfinsternis mit dem Vollmond im Stier. Das könnte euch dazu verführen, spontan Entscheidungen zu treffen, die ihr nachher bereuen würdet. Haltet den Ball erstmal flach, auch wenn euch Umstände am Arbeitsplatz oder gesundheitliche Probleme schwer auf die Nerven gehen. Konzentriert euch stattdessen lieber auf positive Effekte, die sich seit dem Neumond vielleicht schon zeigen. Mit dem Vollmond und der Mondfinsternis wendet sich das Blatt. Bis Ende November wird sich dann das Team im Job besser zusammenfügen und auch gesundheitlich verspürt ihr Erleichterung. Am 22. November geht die Sonne in den Schützen, 2 Tage später dann auch der Merkur und beide aktivieren für 4 Wochen euer Beziehungsleben, weil sie durch euer Partnerhaus laufen. Dann habt ihr eine gesellige Phase, in der ihr häufiger eingeladen werdet und zum Flirten sind das auch sehr schöne Wochen. Mit Menschen, die ihr nun kennenlernt, spürt ihr womöglich sehr schnell ein karmisches Band, das euch verbindet, also ein Gefühl, euch schon lange zu kennen. Bis Ende November kann dabei auch eure Beziehungsvergangenheit Thema werden. Jemand, den ihr kennenlernt, macht euch vielleicht bewusst, was ihr in der Zukunft in euren Beziehungen anders machen wollt als früher. Und das kann eine große Chance für euch sein. Vielleicht werdet auch ihr selbst für einen anderen Menschen besonders wichtig und könnt der Person Türen öffnen, was euch ein gutes Gefühl gibt. Wenn ihr fest liiert seid, solltet ihr die letzte Novemberwoche nutzen, um euren Zusammenhalt zu feiern und euch gegebenenfalls auch bei eurem Schatz für die Unterstützung in den letzten 3 Wochen bedanken. Das Wochenende vom 27. und 28. November ist besonders schön für euer Familienleben. Das ist ja der erste Advent, eine Gelegenheit zusammenzurücken oder auch mal die Eltern zu besuchen. Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Mit etwas Glück könnt ihr die Konstellationen diesen Monat kreativ ausleben oder auch durch ein leidenschaftliches Liebesleben. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Hinweis. In diesem Sternzeichenhoroskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine PDF-Horoskope und Beratungen, die auf der Basis eures Geburtshoroskops individuell für euch erstellt werden. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte und in der Videobeschreibung. Die starken kosmischen Spannungen diesen Monat stehen zu eurem Zeichen harmonisch. Deshalb kommt euch möglicherweise auch öfter die Rolle zu, ausgleichend und friedensstiftend zu wirken und einzugreifen. Dabei kommt es natürlich auch auf die übrigen Konstellationen in eurem Horoskop an, die können gegebenenfalls stressige Aspekte empfangen. Außerdem seid ihr ja empfindsam, wenn andere stark unter Anspannung stehen und dann leidet ihr mit. Umso wichtiger ist es, dass ihr euch Freiraum für die Entfaltung eurer Hobbys lasst und euch Zeit nehmt, an euren Herzensprojekten zu werkeln. Dafür ist der Monat nämlich super geeignet. Der Neumond vom 4. November aktiviert bei euch den Bereich der Lebensfreude und Schöpferkraft. Und wenn ihr Liebespartner habt, ist außerdem eure Lust an Erotik und Zweisamkeit geweckt. Für euch lohnt es sich auf jeden Fall, ein Neumondritual durchzuführen. Zum Beispiel zur Erweckung der Manifestationskräfte oder um eure Beziehung zu stärken. Wenn ihr Kinder habt, könnt ihr schöne und kreative Zeiten mit ihnen erleben. Auch euer Sportsgeist könnte durch die Konstellation geweckt werden. Aber dann müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, besonders zwischen dem 13. und 19. November solltet ihr nicht zu viel euch zumuten und es vor allem mit neuen Sachen nicht übertreiben, damit ihr euch keine Zerrung oder Verletzung zuzieht. Für euer Liebesleben ist aber nicht nur die Neumondkonstellation interessant. Ab dem 5. November geht die Venus in den Steinbock und damit in euer Partnerhaus. Und da bleibt sie dann bis zum 6. März nächsten Jahres, also ungewöhnlich lange, weil sie im Dezember rückläufig wird. Jetzt im November bilden die Liebesplaneten sehr leidenschaftliche Aspekte und insofern kann es auch ein Liebesneumond für euch werden und Singles können eine ganz heiße Affäre beginnen. Wenn ihr fest liiert seid, kann es Anfang des Monats zu Querelen kommen, wenn euer Schatz der Meinung ist, dass ihr euch nicht genug um ihn oder sie kümmert oder sogar fremdflirtet. Das kann euch sogar ganz ohne Absicht passieren, denn ihr seid wahrscheinlich sehr begehrt.
Also da müsst ihr aufpassen, dass ihr mit eurem festen Schatz auf Tuchfühlung bleibt und eventuell aufkommende Unstimmigkeiten klärt. Das sollte möglich sein und manchmal braucht man auch gar nicht viel zu reden, sondern kann sich über die Kuschelschiene wieder näher kommen. Die Zeit vom 13. bis zum 20. November ist für viele sehr angespannt, besonders die Mondfinsternis mit dem Vollmond im Stier am 19. Da liegen wahrscheinlich häufig die Nerven blank. Wenn euer Schatz beispielsweise Stier, Skorpion, Löwe oder Wassermann ist, dann ist er oder sie möglicherweise in dieser Zeit ungenießbar. Das dürft ihr dann nicht persönlich nehmen. Wenn ihr stattdessen Verständnis entwickelt, kritische Bemerkungen vermeidet und eure verführerische Seite ausspielt, könnt ihr diese Phase gemeinsam gut durchstehen. Alternativ könnt ihr euch auch einfach mal zurückziehen und euer eigenes Ding machen. Da fällt euch wirklich genug ein. Möglich auch, dass es zwischen euren Freundinnen und Freunden oder auch zwischen euren Kindern und deren Freunden zu Zwistigkeiten kommt und man euch um Rat und Hilfe bittet. Dafür seid ihr auch die richtigen Ansprechpartner, aber ihr müsst euch davor hüten, in einen Konflikt hineingezogen zu werden. Lasst euch nicht emotional zu sehr mitreißen. Hört einfach zu und seid für die Betroffenen da, das reicht oft schon. Beruflich kommt es sehr darauf an, ob ihr eure Arbeit liebt und euch darin kreativ entfalten könnt, dann wird es wahrscheinlich gut laufen. Wenn ihr euch dagegen im Job nicht so wohl fühlt, fällt es euch teilweise schwer, gute Leistungen zu bringen, weil ihr unkonzentriert seid und von der Liebe oder euren Hobbys träumt. Aber wisst ihr was? Macht euch deswegen nicht zu viele Sorgen. Dann macht ihr eben mal eine Weile Dienst nach Vorschrift und widmet euch direkt nach Feierabend etwas, was mehr Spaß macht. Ab dem 20. läuft es im Job wieder runder. Dann habt ihr auch gute Finanzaspekte. Vielleicht könnt ihr sogar mit kreativen Einfällen Geld verdienen, beispielsweise indem ihr selbst geschaffene Kreationen verkauft. Vielleicht bekommt ihr auch ein interessantes Angebot aus eurem beruflichen Netzwerk. Das müsst ihr euch dann aber genau anschauen, ob das auch wirklich auf eurer Linie liegt und euch nicht von dem ablenkt, was ihr eigentlich vorhabt. Am 22. November geht die Sonne in den Schützen und aktiviert für 4 Wochen euer berufliches Umfeld und euren Arbeitseifer. Die kosmischen Spannungen beruhigen sich und die Liebesplaneten versprechen traumhaft schöne und romantische Momente bis Monatsende. Eins noch, wenn ihr eine neue Liaison beginnt, und das kann im November sehr gut passieren, seid ein bisschen vorsichtig. Eine solche Beziehung kann in den kommenden Monaten tief unter die Haut gehen und wenn es letztlich doch nicht passen sollte, seid ihr möglicherweise so verstrickt, dass ihr nur schwer aus der Sache wieder rauskommt. Da kann euch die 90-Tage-Regel sehr helfen. 3 Monate abwarten, ehe ihr euch tiefer einlasst. Damit schützt ihr euer Herz. Wenn es danach immer noch gut aussieht, geben die Sterne grünes Licht für die neue Liebe. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Langweilig wird es euch im November garantiert nicht. Der Kosmos hält wichtige Aufgaben und Entscheidungen bereit. Allerdings wird das wohl kein Spaziergang. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Hinweis. In diesem Sternzeichenhoroskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine PDF-Horoskope und Beratungen, die auf der Basis eures Geburtsdatums individuell für euch erstellt werden. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Den November über und noch bis zum 13. Dezember bildet Kampfplanet Mars stressige Aspekte zu euch. Außerdem habt ihr ja längerfristig den nervösen Uranus im Karrierehaus stehen, ebenfalls in Spannungsaspekt. Dadurch müsst ihr immer wieder schnelle Entscheidungen mit weitreichenden Folgen treffen. Und die kommen manchmal ziemlich überraschend auf euch zu. Davon kann es in diesem Monat einige geben. Also schaut, dass ihr genug Schlaf kriegt, ausreichend Sport treibt und für körperliches und seelisches Wohlbefinden sorgt, damit ihr solchen Herausforderungen hellwach und kraftvoll begegnen könnt. Noch bis zum 5. November habt ihr die Venus auf eurer Seite. Deshalb solltet ihr Anfang des Monats mit eurem Liebespartner oder Partnerin oder Familienmitgliedern eng zusammenrücken und vielleicht sogar schon mal besprechen, was diesen Monat alles anliegt.
Der Neumond am 4. November im Skorpion fällt in den Bereich eures Privatlebens und der Familie. Hier kann einiges anstehen, zum Beispiel ein Umzug oder Auszug von Familienmitgliedern, eine Renovierung oder Reparaturarbeiten in der Wohnung oder im Haus, verbunden mit Lärm und Dreck, was an den Nerven zerrt. Denkbar ist aber auch ein Konflikt in der Familie, der vielleicht schon länger schwelt und jetzt durch den Mars zum Ausbruch kommt. Außerdem befindet ihr euch in einem Spannungsfeld zwischen wichtigen beruflichen Entscheidungen und Anforderungen einerseits und auf der anderen Seite den Bedürfnissen eurer Familie und eures Privatlebens. Auch das kann zu Schwierigkeiten führen. In der Neumond-Meditation bittet ihr am besten um Weisheit und Gelassenheit, damit ihr gut mit solchen Entwicklungen fertig werdet. Im Idealfall übernehmt ihr die Führung und organisiert alles. Dabei dürft ihr aber nicht die Geduld verlieren und wütend werden. Das wäre kontraproduktiv. Die schwierigste Phase ist wohl vom 13. bis zum 20. November. Und zwar mit Höhepunkt am 19. November. Da haben wir den Vollmond im Stier mit einer Mondfinsternis, eine hochemotionale Konstellation. Während dieser gesamten kritischen Phase können Zwistigkeiten zu richtigen Streits eskalieren. Und falls es eher was Praktisches ist, wie zum Beispiel eine Renovierung, gibt es vielleicht Ärger mit den Handwerkern. Möglich auch, dass ihr gleichzeitig beruflich so gefordert seid, dass ihr euch um diese Baustellen überhaupt nicht kümmern könnt. Seid dann nicht zu stolz, sondern bittet ruhig um Hilfe. Am besten kommt ihr mit diesen Konstellationen klar, wenn ihr immer wieder mit den Beteiligten sprecht und versucht, Aufgaben fair und effektiv zu verteilen, so dass ihr euch gegenseitig helfen könnt. Mars im Skorpion macht ja auch stark und wenn ihr euch als Team betrachtet, wird es am besten funktionieren. Und sicherlich wird euch auch die 90-Sekunden-Regel im November gute Dienste leisten. Eine Übung, um euch in Momenten des Zorns und der Frustration gefasst und in der eigenen Mitte zu zentrieren. Bitte schaut euch dazu mein Video über Mars im Widder an und ihr könnt die 90-Sekunden-Regel auch als PDF auf meiner Homepage herunterladen. Beruflich sind wohl diejenigen von euch am besten dran, die einen Angestelltenjob ausüben, in dem sie nicht so unter Entscheidungsstress stehen. Denn am Arbeitsplatz scheint es ab dem 5. November friedlich und effektiv zuzugehen und dort habt ihr auch ein Team, mit dem ihr gut zusammenarbeiten könnt. Für die Liebe, das könnt ihr euch sicher denken, sind diese Konstellationen schon anstrengend. Ihr müsst jetzt so ein bisschen zusammenarbeiten wie eine Segelcrew im Sturm. Da wird wohl manchmal keine Zeit für Zärtlichkeiten oder lange Erklärungen bleiben. Versucht euch an den Wochenenden des 13. und 14. sowie des 20. und 21. November Zeit für Privates zu nehmen und mal alle beruflichen Baustellen zur Seite zu schieben und euren Zusammenhalt zu stärken. Den Singles unter euch scheint auch wenig Zeit zum Flirten zu bleiben und wenn, dann scheint der Funke am Arbeitsplatz überzuspringen. Ab dem 20. November beruhigt sich der Sturm, um bei dem Bild zu bleiben, und am 22. November kommt im wahrsten Sinne des Wortes die Sonne raus. Die geht dann nämlich in den Schützen und bildet von dort aus, unterstützt von Merkur, für 4 Wochen entspannende und stärkende Aspekte zu euch. Das wäre übrigens eine gute Zeit, um zu reisen und in die Sonne zu verschwinden und sich auf diese Weise zu belohnen. In den letzten 10 Tagen des Monats wird es Zeit, euch mit euren Herzensmenschen, aber auch mit Kolleginnen und Kollegen gegenseitig auf die Schulter zu klopfen und Wertschätzung für das, was man zusammen geschafft hat, zu zeigen. Wenn euch Freundinnen und Freunde einladen, geht unbedingt hin. Die vorweihnachtliche Partysaison ist für euch eine gute Zeit, in der ihr trotz Stress im Beruf viel Spaß haben könnt. Selbst wenn die Ausläufer der Covid-Pandemie noch mögliche Einschränkungen mit sich bringen, werdet ihr sehen, dass es Grund zum Feiern gibt. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Es gibt viel zu tun für euch diesen Monat. Eure Meinung ist gefragt und ihr werdet wahrscheinlich häufiger als Ratgebende hinzugezogen. Das schauen wir uns gleich an. Vorher habe ich noch einen Hinweis. In diesem Sternzeichenhoroskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine PDF-Horoskope und Beratungen, die auf der Basis eures Geburtsdatums individuell für euch erstellt werden. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Der Mars geht am 30. Oktober in den Skorpion und bildet für 6 Wochen einen unterstützenden Aspekt für euch.
Dadurch wird eure sowieso schon vorhandene geistige Klarheit und Schlauheit nochmals verstärkt. Ihr seid jetzt sehr gut darin, zu organisieren, zu analysieren, Probleme aufzuspüren oder zu forschen. Wenn ihr im Bereich Controlling arbeitet, entgeht euch nicht der kleinste Fehler. Achtet bitte nur darauf, dass ihr eure Erkenntnisse nicht zu gnadenlos formuliert, denn bei vielen Menschen liegen im November die Nerven blank. Auch wenn ihr recht habt, wollen sie das wahrscheinlich nicht so gerne hören. Also achtet immer darauf, eure Gedanken wertschätzend und konstruktiv zu formulieren, dann könnt ihr viel Gutes bewirken. Der Neumond am 4. November im Skorpion aktiviert euren Wissensdurst und euren scharfen Verstand. Er ist deswegen gut geeignet, um euch Listen zu machen, was ihr in den kommenden 4 Wochen bzw. 12 Monaten erreichen wollt, und davon wird sich einiges umsetzen lassen. Und ihr solltet um Geduld und Weisheit bitten. Nicht alle denken jetzt so schnell wie ihr. Falls ihr mit Texten, Schreiben, Marketing und Kommunikation zu tun habt, werdet ihr diesen Monat bestimmt einen super Lauf haben und Ideen ohne Ende. Falls ihr gerade ein Buch oder einen wichtigen Artikel schreibt, könnt ihr damit im November sehr gut vorankommen. Haltet Smartphone oder Notizbuch bereit, um eure Einfälle jederzeit festzuhalten. Am 5. November beginnt für euch zudem eine lange Phase mit günstigen Venus-Aspekten bis zum 6. März 2022. Das kommt euch in der Liebe sehr zugute und stärkt eure festen Beziehungen. Ihr seht Partner oder Partnerin mit neuen, begehrlichen Augen und habt Lust, die Liebe körperlich zu spüren. Auch zum Flirten oder um eine heiße Affäre zu beginnen, sind die Konstellationen für den Rest des Monats fantastisch. Ausnahme: Flirts mit der Vorstandsetage oder mit Leuten, die schon gebunden sind. Da ist die Gefahr groß, dass ihr euch in eine toxische Beziehung verstrickt, aus der ihr kaum wieder herausfindet. In dem Fall bitte unbedingt die 90-Tage-Regel beherzigen. 3 Monate abwarten, ehe ihr euch tiefer einlasst. Die spannungsreiche Phase vom 13. bis zum 20. November mit Höhepunkt zur Mondfinsternis am 19. November werdet ihr sicher auch spüren, auch wenn die Aspekte für euch günstig sind. Ihr merkt es entweder durch andere Leute, die in der Zeit am Rad drehen, oder falls ihr selbst beispielsweise Aszendent Stier, Löwe, Skorpion oder Wassermann seid. In dieser Zeit solltet ihr beachten, dass Menschen extrem empfindlich sind und möglicherweise undankbar auf eure klugen Äußerungen reagieren, sogar wenn sie euch vorher selber um Hilfe gebeten haben. Das dürft ihr nicht persönlich nehmen. Das ist dann die allgemeine kosmische Wetterlage, die ist einfach heftig in der Zeit. Aber wenn ihr helfen könnt und auf Dankbarkeit trefft, wird euch das ein sehr gutes Gefühl geben. Außerdem habt ihr genau während dieser Phase einen fabelhaften Aspekt für eine angenehme finanzielle Überraschung. Vielleicht versucht ihr es einfach mal mit Lotto spielen. Ab dem 20. November beruhigen sich die Konstellationen wieder. Schon ab dem 17. November habt ihr für den Rest des Monats absolut traumhafte Konstellationen für die Liebe und die Geselligkeit und auch, um Kunst und Kultur zu genießen oder um selbst kreativ zu werden. Wenn ihr also den Monat plant, haltet euch in der 2. Monatshälfte Zeit frei, um schöne Dinge mit euren Herzensmenschen zu unternehmen. Am 22. November geht die Sonne in den Schützen und aktiviert dann für 4 Wochen den privaten Bereich eures Horoskops. Gut möglich, dass ihr Lust bekommt, in der Vorweihnachtszeit euer Heim schön zu dekorieren und auch liebe Menschen einzuladen. Und dann solltet ihr das auch tun. Vielleicht meldet sich auch bis Ende des Monats ein Familienmitglied, das ihr schon lange nicht mehr gesehen habt, und ihr freut euch über den Kontakt, der Erinnerungen an die Vergangenheit weckt. Das letzte Novemberwochenende mit dem ersten Advent wäre zum Beispiel wunderbar geeignet, um im Kreise lieber Menschen zu feiern und den Zusammenhalt zu stärken. In den letzten 10 Tagen des Monats habt ihr außerdem besonders günstige Gesundheitskonstellationen. Wenn ihr beispielsweise im Gesundheitswesen arbeitet, würdet ihr dann viel Unterstützung erhalten und ihr kommt gut voran. Falls ihr ein gesundheitliches Problem bei euch selbst habt, könnt ihr das nun in den Griff bekommen oder habt Aussicht auf eine neue, nachhaltige Therapie. Hallo, ihr wunderbaren Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Die Zeit mit der Mars-Power in eurem eigenen Zeichen geht nun zu Ende.
Der Mars verlässt die Waage am 30. Oktober und geht in den Skorpion. Und wenn ihr dann nicht mehr ganz so unter Strom steht, dann liegt das daran. Es kommt natürlich auch auf euer individuelles Horoskop an. Wenn ihr beispielsweise Aszendent-Skorpion seid, wird der Mars euch weiterhin stark mit Energie aufladen. Dann schaut euch bitte auch das Horoskop der Skorpione an. Bedenkt auch bitte, dass ich in diesem Sternzeichenhoroskop zwar wichtige Tendenzen, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden kann. Dafür gibt es meine PDF-Horoskope und Beratungen, die auf der Basis eures Geburtshoroskops individuell für euch erstellt werden. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Im November aktivieren Sonne und Mars den kosmischen Bereich eurer Finanzen, eures Besitzes und auf der psychologischen Ebene eures Selbstwertgefühls. Es kann ein Monat werden, in dem es häufig ums Geld geht, darum, wie viel eure Arbeit wert ist und auch, inwieweit eure finanzielle Situation euer Selbstwertgefühl beeinflusst. Für die Festliierten unter euch ist das auch damit verbunden, wie ihr in eurer Partnerschaft aufgestellt seid. Wer verdient wie viel Geld und wie abhängig oder unabhängig seid ihr? Und falls ihr alleinstehend seid, überlegt ihr nun vielleicht, wie abhängig ihr von bestimmten Verträgen seid und ob ihr manche Versicherungen überhaupt noch braucht. Diese Themen werden vom Neumond im Skorpion am 4. November aktiviert. Es bietet sich an, dass ihr über euer Selbstwertgefühl meditiert. Was braucht ihr, um euch reich zu fühlen? Und welche Glaubenssätze habt ihr zum Thema Geld und Reichtum? Ihr könnt auch in einem Ritual um Fülle und Reichtum bitten, innerlich wie materiell. Und auf der ganz praktischen Ebene solltet ihr euch für diesen Monat vornehmen, eure Finanzen in Ordnung zu bringen. Das heißt, Gläubiger zum Bezahlen anmahnen, aber bitte auch selbst offenstehende Rechnungen begleichen. Das ist deshalb wichtig, weil diese Themen im November mit einer großen kosmischen Spannung aufgeladen sind. Und wenn ihr es versäumt, euch darum zu kümmern, kann es zu Konflikten und Auseinandersetzungen ums Geld kommen und im ungünstigsten Fall können daran sogar Beziehungen zerbrechen. Besonders heikel ist hier die Phase vom 13. bis zum 20. November mit Höhepunkt zur Mondfinsternis am 19. November. Da werden Diskussionen um Sachwerte äußerst emotional geführt und die Menschen sind sehr empfindlich. Darauf müsst ihr euch einstellen. Bis zum 5. November habt ihr noch einen günstigen Venus-Aspekt. Den könnt ihr euch für einen finanziellen Abschluss noch sichern. Danach ändert sich die Energie. Die Venus geht in den Steinbock und bleibt dort bis zum 6. März des nächsten Jahres. Und das ist bei euch der private Bereich und die Familie. Das bedeutet, Familienmitglieder können bei euren Wertethemen eine entscheidende Rolle spielen. Vielleicht erbt ihr was oder erhaltet eine Zuwendung, auch im Hinblick darauf, dass ihr euch schon seit Jahren immer wieder aufopferungsvoll um hilfsbedürftige Familienmitglieder gekümmert habt. Pflegt bitte euren guten Familienzusammenhalt und die gegenseitige Wertschätzung. Es steht eine angenehme und wertvolle Überraschung in den Sternen, die die Familie für euch in petto hat. Beruflich zeigen die großen Player Jupiter und Saturn, dass ihr mit euren Projekten gut vorankommt. Und zwar je besser, je mehr ihr dahinter steht und mit dem Herzen dabei seid. In dem Falle kann eure kreative Tätigkeit sogar einen heilsamen Einfluss auf euch und andere ausüben. Falls ihr beispielsweise in der Therapie arbeitet, wäre die Einbindung von Kunst oder Musik ein großer Gewinn. In eurem Joballtag kann es allerdings zu Verzögerungen kommen, wenn andere ihre Aufgaben nicht rechtzeitig abschließen. Ihr müsst Kollegen oder Mitarbeiterinnen gegebenenfalls ein bisschen auf die Finger schauen. Das bessert sich aber ab dem 20. November. Dann fließen die Kräfte im Team zusammen und ihr kommt gemeinsam gut voran. Auch die Spannungen um finanzielle Themen lassen nun nach und Harmonie und Wohlwollen machen sich breit. Das Wochenende vom 20. und 21. solltet ihr euch für schöne Zeiten mit der Familie freihalten. Am 22. November geht die Sonne in den Schützen und ihr erhaltet dann für 4 Wochen inspirierende und stärkende Aspekte. Ihr seht neue Perspektiven und Teammeetings und Gespräche verlaufen konstruktiv und ergiebig. Die Singles unter euch flirten im November unter dem Einfluss von Lilith und Mondknoten besonders gut, wenn sie auf Reisen sind oder ihren Horizont erweitern. Zum Beispiel durch Fortbildungen und Erlebnisse in der Fremde, vielleicht auch mit Menschen aus einem anderen Kulturkreis. Während der Schütze-Saison sind außerdem auch Flirts in der unmittelbaren Umgebung begünstigt, vor allem wenn sie euch inspirieren
und euch abenteuerlich und interessant vorkommen. Vielleicht sogar mit jemandem, den ihr bereits kennt und nun mit neuen Augen seht. Am letzten Novemberwochenende kann eine Begegnung richtig heilsam auf euch wirken. Generell könnt ihr in den letzten 7 Tagen des Novembers durch Entspannungsübungen und Wellness sehr gut eure Gesundheit stärken. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im November Geburtstag habt. Schnallt euch schon mal an, das wird ein heißer Monat. Bevor wir einsteigen, habe ich noch einen Hinweis für euch. In diesem Sternzeichenhoroskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine PDF-Horoskope und Beratungen, die auf der Basis eures Geburtsdatums individuell für euch erstellt werden. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Am 30. Oktober geht der Mars in den Skorpion und lädt euch dann mit viel Energie und Entschlossenheit auf, und zwar für die nächsten 6 Wochen. Gleichzeitig steht gegenüber der nervöse Uranus in eurem Partnerhaus, und das bedeutet, andere werden immer wieder eure Pläne durchkreuzen, weil sie ihren eigenen Kopf haben oder weil Umstände außerhalb ihrer Kontrolle sie zu Planänderungen zwingen. Auch Saturn bildet längerfristig eine Spannung zu euch, und das kann große Frustration anzeigen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie ihr sie euch vorgestellt hattet. Und diese Themenbereiche werden am 4. November durch den Neumond im Skorpion aktiviert. Für euch ist es der wichtigste Neumond im ganzen Jahr, und ihr solltet euch Zeit für ein Ritual oder eine Meditation nehmen, denn es geht nicht nur um den kommenden Mondzyklus, sondern auch um euer neues Lebensjahr. Mein Tipp wäre, dass ihr um Weisheit und Gelassenheit bittet und euch genau überlegt, wie ihr die besonderen Kräfte, die euch der Kosmos schenkt, in Harmonie mit anderen zum Einsatz bringen könnt. Dabei erhaltet ihr ab dem 5. November fabelhafte Unterstützung durch die Venus und langfristig auch durch den sanften Neptun in den Fischen. Nehmt euch vor, geschmeidig zu reagieren, wenn Pläne sich ändern und Menschen sich anders verhalten, als ihr erwartet. Mit Mars im eigenen Zeichen besteht nämlich die Gefahr, dass ihr euch in eurer Vorstellung verrennt und versucht, Widerstände durch Druck und Zwang zu überwinden. Je mehr ihr verbissen an eurer Vorgehensweise festhaltet, desto schwieriger wird es. Denn auch andere stehen unter dieser kosmischen Anspannung und werden auf euren Druck mit Widerstand reagieren. Konzentriert euch auf das Ergebnis, das ihr erreichen wollt, und überlasst es der höheren Führung, wie das im Einzelnen vor sich gehen kann. Passt euch, wenn nötig, sogar an. Natürlich könnt ihr gezielt eingreifen, wenn die Dinge aus dem Ruder zu laufen drohen. Doch der Tipp der Sterne ist, gegebenenfalls sogar ein anderes Ergebnis als das gewünschte zu akzeptieren, denn das kann sich im Nachhinein noch als das Richtige herausstellen. Das gilt auf allen Ebenen, ob ihr berufliche Verhandlungen führt oder ob ihr euch mit euren Partnerinnen und Partnern auseinandersetzt oder auch mit Familienmitgliedern und MitbewohnerInnen. Fühlt euch bitte nicht gleich persönlich angegriffen, wenn Herzensmenschen oder Kollegen und Kolleginnen ihren eigenen Kopf haben. Oftmals habt ihr mit eurer Einschätzung recht, aber das werden andere vielleicht erst gegen Ende des Monats bemerken und anerkennen. Ihr könnt einiges zum Verständnis beitragen, indem ihr mit gutem Beispiel vorangeht und wertschätzend kommuniziert. Lasst den anderen die Chance, selbst zur Einsicht zu kommen. Im beruflichen Bereich gilt ganz Ähnliches. Lasst euch nicht auf Machtkämpfe ein und versucht nicht, euch um jeden Preis durchzusetzen. Ihr könnt nämlich jetzt Großartiges vollbringen und habt auch gute Finanztendenzen, wenn ihr eure Energie nicht in Auseinandersetzungen verschleudert. Überzeugt lieber mit guten Argumenten und Leistungen. Das wird euch gelingen, wenn ihr dabei ruhig und besonnen bleibt. Die 90-Sekunden-Regel hilft euch dabei, auch bei heißen Gefühlen von Zorn und Frustration einen kühlen Kopf zu bewahren. Mehr dazu erfahrt ihr in meinem Video über Mars im Widder, und ihr könnt euch die Übung auch als PDF zum Download bestellen. Die Phase mit der stärksten Marsspannung ist vom 13. bis zum 20. November. In der Zeit kann auch die Unfall- oder Verletzungsgefahr erhöht sein, wenn ihr euch hektisch machen oder ablenken lasst. Erledigt die Dinge in eurem Tempo und atmet zwischendurch immer wieder tief durch. Zur Mondfinsternis mit dem Vollmond im Stier am 19. November spitzen sich die Konstellationen zu und die Menschen reagieren sehr emotional. Wenn in eurer Beziehung etwas im Argen liegt,
kann es in diesen Tagen zum Bruch kommen. Und wenn ihr das nicht wollt, dürft ihr Partner oder Partnerin nicht unter Druck setzen. Lasst sie an der langen Leine laufen, die kommen schon wieder. Auch deswegen, weil ihr viel Charisma habt, sehr attraktiv und sexy seid und wahrscheinlich auch viel Lust habt. Für Singles ist es deshalb ein toller Monat zum Flirten. Wenn ihr entspannt bleibt, seid ihr unwiderstehlich und landet wahrscheinlich schneller als sonst mit Verehrerinnen oder Verehrern im Bett. Allerdings kann da auch das eine oder andere Strohfeuer dabei sein. Ab dem 20. November beruhigen sich die kosmischen Spannungen langsam und wenn ihr es geschafft habt, eure Kraft bis dahin konstruktiv einzusetzen, könnt ihr bis Ende des Monats den Lohn der Mühen ernten, nämlich Anerkennung im Beruf und lustvolle Zeiten in der Liebe. Falls ihr doch mal ausgerastet seid, ist die Zeit nun gut, um sich leidenschaftlich wieder zu versöhnen. Am 22. November geht die Sonne in den Schützen. Ihr könnt dann bis Mitte Dezember finanziell sehr erfolgreich sein. Außerdem herrscht wieder bessere Stimmung bei euch zu Hause. Bis Ende November versprechen die Sterne dann Harmonie und Wohlwollen für euch und eure Lieben. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im November Geburtstag habt. Wenn ihr viel mit der geistigen Welt zusammenarbeitet, regelmäßig meditiert oder Rituale abhaltet, wird es sicherlich ein toller Monat. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Hinweis. In diesem Sternzeichenhoroskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine PDF-Horoskope und Beratungen, die auf der Basis eures Geburtsdatums individuell für euch erstellt werden. Mehr Informationen findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Gesundheitlich müsst ihr im November auf euch Acht geben. Es sind Infektionen möglich, bitte setzt euch möglichst keinen Ansteckungsgefahren aus. Besonders auf euren Hals müsst ihr achten. Jeder hat da so sein Geheimrezept. Ich habe zum Beispiel gute Erfahrungen mit Zink- und Vitamin-C-Lutschtabletten gemacht, wenn ich merke, dass da was aufzieht. Und immer schön einen Schal anziehen und euch warm halten, wenn ihr rausgeht. Was die Liebe angeht, so habt ihr noch bis zum 7. und dann wieder ab dem 22. November die besten Flirtsterne. Falls es ein Objekt eurer Begierde gibt, zögert nicht, Kontakt aufzunehmen. Wenn ihr fest liiert seid, solltet ihr euch Anfang November Zeit für eure Partnerschaft oder auch für die Familie nehmen. Die Venus ist noch bis zum 5. November auf eurer Seite und stärkt euren Zusammenhalt. Der Neumond im Skorpion am 4. November fällt in den spirituellen Bereich eures Horoskops und wird euch sicherlich sehr inspirieren. Er eignet sich gut für ein Ritual. Zum Beispiel könnt ihr um Eingebungen bitten, falls euch Zipperlein plagen, wie ihr damit umgehen sollt. Oder ihr nehmt euch vor, in diesem Mondzyklus neue Wege der Heilung zu gehen oder vielleicht eine schlechte Gewohnheit abzulegen und durch eine bessere neue zu ersetzen. Besondere Eingebungen können auch im Traum kommen, deshalb solltet ihr euer Traumtagebuch bereitlegen. Falls ihr im November schlecht schlafen könnt, ist das mit diesen Konstellationen ganz normal und legt sich wahrscheinlich ab dem 20. wieder. Beruflich seid ihr weiterhin gut aufgestellt, weil die Erfolgsplaneten Saturn und Jupiter günstig stehen. Vor allem, wenn ihr mit Kommunikation und Marketing zu tun habt, oft im Gespräch mit Leuten oder auch in einem Lehrberuf tätig seid, dürftet ihr erfolgreich sein. Auch Kurzreisen aus geschäftlichen Gründen stehen unter guten Sternen. Mögliche Schwierigkeiten zeigen sich eher in eurer Arbeitsumgebung. Wir haben eine mächtige kosmische Spannung diesen Monat, die sich zwischen dem 13. und dem 20. November zuspitzt. Und Höhepunkt ist die Mondfinsternis mit dem Vollmond im Stier am 19. November. In dieser gesamten Phase drehen viele Leute am Rad und sind sehr unausgeglichen, nervös und emotional. Bei euch kann das die Arbeitsumgebung betreffen. Kolleginnen und Kollegen sind vielleicht unleidlich oder fallen aus, was zu Chaos in den Arbeitsabläufen führen kann. Vielleicht wird auch eine technische Neuerung eingeführt und das wirft Probleme auf, die an den Nerven zerren. Die Schützesonne ist davon nicht so betroffen, deshalb bleibt ihr wahrscheinlich optimistisch und könnt viele Bonuspunkte sammeln, wenn ihr die Nerven behaltet und mit gutem Beispiel vorangeht, indem ihr neue Aufgaben beherzt anpackt. Das kann sich auch finanziell für euch auszahlen. Wenn es euch gelingt, in dieser Zeit das Team zusammenzuhalten und zu einer guten Leistung zu führen, dürfte das positiv auffallen.
Allerdings müsst ihr aufpassen, dass nicht Leute im Hintergrund gegen euch agieren, zum Beispiel aus Neid auf eure gute Einstellung oder einfach nur, weil sie selbst nicht klarkommen. Ihr müsst also hellwach bleiben und genau schauen, was gespielt wird. Dann könnt ihr auf die Situation zu eurem Vorteil reagieren. Und, ganz wichtig, versprecht nur Sachen, die ihr auch wirklich liefern könnt. Wenn ihr Zusagen nicht einhalten könnt, würden eure Gegner das gegen euch ausspielen. Wenn ihr nicht sicher seid, dass ihr einen Ablauf unter Kontrolle habt, steht lieber offen dazu und bezieht alle mit ein, um das Problem gemeinsam zu lösen. Ab dem 20. November läuft es im Team wieder rund. Und falls ihr tatsächlich mit einer Infektion zu kämpfen habt, dürfte sich die ab dem 20. auch wieder bessern. Vom 15. bis 19. November habt ihr übrigens einen sehr guten Finanzaspekt. Da könnt ihr beim Shoppen ein tolles Schnäppchen machen oder ihr erhaltet einen unerwarteten Bonus aufgrund eures Engagements. Am 22. November um 3.33 Uhr morgens geht die Sonne dieses Jahr in den Schützen, zwei Tage später dann auch der Merkur. Und beide aktivieren dann für 4 Wochen eure Vitalität und Lebensfreude. Der Merkur unterstützt außerdem eure mentalen Kräfte und ihr fühlt euch dann geistig frisch und habt tolle Ideen. Bis Ende des Monats rücken die Beziehungsthemen nochmal in den Fokus. Vielleicht verspürt ihr die Sehnsucht, jemanden nach längerer Zeit wiederzusehen. Dann ergreift ruhig die Initiative. Möglich auch, dass eine Begegnung euch ein wichtiges und noch ungeklärtes Thema der Vergangenheit bewusst macht. Die Sterne sagen auch, dass es nun oft eure Partnerinnen und Partner sind, die wissen, was gut für eure gemeinsame Beziehung ist. Seid da ruhig offen für. Besonders günstige Konstellationen habt ihr am 24. und 25. Falls ihr dann Geburtstag habt, wundert euch nicht, wenn die Kolleginnen und Kollegen euch groß feiern. Am Wochenende bekommt ihr wahrscheinlich lieben Besuch bei euch zu Hause. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Wenn nicht gerade andere Horoskopfaktoren bei euch stressige Aspekte empfangen, dann dürftet ihr im November einen guten Lauf haben. Und in der Liebe kann es ein leidenschaftlicher Monat werden. Gleich schauen wir in eure Sterne. Vorher habe ich noch einen Hinweis. In diesem Sternzeichenhoroskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine PDF-Horoskope und Beratungen, die auf der Basis eures Geburtsdatums individuell für euch erstellt werden. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Im November gibt es eine starke kosmische Spannung zwischen Kampfplanet Mars und dem nervösen Uranus, aber die steht günstig zur Steinbocksonne. Das bedeutet, ihr erhaltet dadurch eine Menge Energie und Auftrieb. So könnt ihr auf vielen Ebenen erfolgreich sein, beruflich und auch in eurem sozialen Leben. Wahrscheinlich habt ihr öfter mal die Aufgabe, zu organisieren und zu helfen oder auch schlichtend einzugreifen, wenn andere Menschen sehr nervös sind oder Dinge aufgrund äußerer Umstände eine chaotische Wendung nehmen. Bei euren Freundinnen und Freunden kann es zum Beispiel hoch hergehen und sie nehmen eure Unterstützung dankbar an. In eurem Business-Netzwerk kann es zu Problemen kommen, wenn Leute, mit denen ihr arbeitet, untereinander in Streit geraten. Dann wird es schwierig, Projekte zu koordinieren. Der Neumond am 4. November im Skorpion aktiviert diese Themen und für euch bietet es sich an, in der Meditation um Weisheit und innere Ruhe zu bitten. Denn es kann passieren, dass ihr glasklar erkennt, wo das Problem liegt, dass andere Beteiligte aber zu nervös sind, um euch zuzuhören oder es zu kapieren. Und dann dürft ihr nicht die Geduld verlieren. Schwierigkeiten, die sich andere Menschen selbst eingebrockt haben und von denen ihr nun auch betroffen seid, können euch besonders in den ersten 10 Tagen des Monats sehr frustrieren. Trotzdem werdet ihr am besten damit fertig, wenn ihr geduldig und freundlich bleibt, denn für euch dürfte die Sache gut ausgehen. Es wird also manchmal nötig sein, dass ihr über euch selbst hinauswachst oder auch eure eigenen Angelegenheiten zurückstellt, weil andere eure Hilfe brauchen. Das kann eine Herausforderung sein, denn ihr wünscht euch eigentlich mehr Freiraum, um einer Herzensangelegenheit nachzugehen. Denkt dran, die Phase geht auch wieder vorbei. Die stärkste kosmische Spannung haben wir zwischen dem 13. und 20. November mit Höhepunkt zur Mondfinsternis am 19. mit dem Vollmond im Stier. Dann sind die Menschen sehr nervös und emotional. Danach läuft es wieder runter und dann habt ihr auch wieder mehr Zeit, euch euren eigenen Angelegenheiten zu widmen.
Für die Liebe beginnt mit dem 5. November ein besonderes Kapitel. Dann nämlich geht die Venus in den Steinbock und da bleibt sie bis 6. März nächsten Jahres. Insofern kann der Neumond auch ein Beziehungsneumond für euch werden. Und wenn euch Beziehungsfragen oder Wünsche beschäftigen, könnt ihr sie in eure Meditation einfließen lassen. In diesem Mondzyklus haben Singles exzellente Chancen, eine heiße Affäre zu beginnen, die sich zu einer Beziehung entwickeln kann. Denn die Liebesplaneten stehen den ganzen Monat gegenüber schön verbunden, lustvoll und leidenschaftlich. Eins müsst ihr allerdings wissen: Liebesaffären, die jetzt beginnen, können sich sehr intensiv entwickeln und euch stark beanspruchen. Dabei können auch finanzielle Erwägungen hineinspielen. Beispielsweise, dass ihr eine Liebelei mit jemandem anfangt, mit dem ihr gleichzeitig auch geschäftlich verbunden seid. Oder jemand Neues konfrontiert euch gleich mit Geldfragen, weil er oder sie pleite ist und sich Hilfe erhofft. Ihr solltet mit solchen Themen äußerst vorsichtig sein. Denn wenn es nicht so gut läuft, könnt ihr in etwas verstrickt werden, aus dem ihr nur schwer wieder rauskommt. Beherzigt deshalb bitte die 90-Tage-Regel, also 3 Monate abwarten, ehe ihr euch tiefer einlasst oder jemandem größere Mengen Geld leiht. Das gilt auch bei neuen geschäftlichen Verbindungen, die ihr jetzt eingeht. Die Venus wird im Dezember und Januar rückläufig und dann werden Projekte nochmal neu bewertet oder Beteiligte machen einen Rückzieher. Deshalb solltet ihr finanziell nicht alles auf eine Karte setzen, sondern es langsam angehen lassen. Im November selbst habt ihr allerdings sehr starke Finanzaspekte. Kurzfristig dürfte Geld hereinkommen und ihr könnt gute Abschlüsse machen. Wenn ihr Zeit habt, macht doch schon mal ein bisschen Weihnachtsshopping. Ihr findet jetzt die richtigen Geschenke oder schöne Dinge für euch selbst, an denen ihr lange Freude habt. Wenn ihr fest liiert seid, kann es im nächsten Vierteljahr um Wertefragen in eurer Beziehung gehen. Entweder um eure Lebensziele und Wertvorstellungen oder auch um materielle Besitztümer. Nun werden vielleicht Eheverträge gemacht oder es kommen gegenseitige Abhängigkeiten zur Sprache. Wenn eure Beziehung stabil und glücklich ist, habt ihr eine starke und leidenschaftliche Zeit vor euch, in der ihr als Powercouple auftreten könnt. Wenn es Unstimmigkeiten gibt, solltet ihr euch in den kommenden 3 Monaten intensiver damit auseinandersetzen, was ihr gemeinsam erreichen wollt und was euch eure Beziehung wert ist. In den letzten 10 Tagen des Novembers fördern die Sterne nicht nur die Lust an der körperlichen Liebe, sondern auch Romantik, Zärtlichkeit und Zusammenhalt. Auch für euer Familienleben ist diese Zeit sehr harmonisch. Am letzten Novemberwochenende ist ja der erste Advent. Das solltet ihr nutzen, um mit euren Lieben zusammenzurücken und Pläne für die kommenden Monate zu machen. Hallo, ihr fabelhaften Wassermanngeborenen und Wassermann-Aszendenten. Der Monat kann für euch ausgesprochen produktiv und erfolgreich werden, aber es wird nicht immer leicht, die verschiedenen Anforderungen unter einen Hut zu bringen. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Hinweis. In diesem Sternzeichenhoroskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine PDF-Horoskope und Beratungen, die auf der Basis eures Geburtsdatums individuell für euch erstellt werden. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Im November bewegt ihr euch offenbar in einem Spannungsfeld zwischen ehrgeizigen beruflichen Vorhaben auf der einen Seite und Veränderungen in eurem häuslichen oder familiären Umfeld auf der anderen Seite. Und das muss alles irgendwie gemanagt werden. Diese Themen beschäftigen euch schon eine Weile. Sie haben nämlich mit Unruhestifter Uranus zu tun, hier in eurem Familienbereich, und Prüfungsplanet Saturn bei euch im eigenen Zeichen. Und die bilden schon seit 1 bzw. 3 Jahren anstrengende Aspekte zu euch. Jetzt im November bringt Mars da zusätzlichen Stress rein und das kann dazu führen, dass ihr auch mal die Geduld verliert und ausrastet. Deswegen empfehle ich euch die 90-Sekunden-Regel, denn diese Übung hilft euch auch in zornigen Momenten ruhig zu bleiben und hinterher euren Standpunkt gelassener zu vertreten. Schaut euch dazu bitte mein Video über Mars im Widder an oder bestellt euch das PDF mit dieser Übung zum Nachlesen auf meiner Homepage. In eurem Zuhause scheint einige Unruhe zu herrschen, vielleicht auch durch äußere Umstände wie beispielsweise eine Baustelle oder viel Lärm oder Stromausfälle, was euch und eure Mitbewohner stresst. Falls ihr gerade am Umziehen seid, bekommt ihr womöglich weniger Hilfe als erhofft und schafft es kaum, gleichzeitig auch noch euren beruflichen Aufgaben nachzukommen.
Vielleicht ziehen auch Kinder aus oder ihr habt pubertierende Jugendliche zu Hause, die um ihre Freiheit kämpfen und alles herumliegen lassen. Die Liierten unter euch tun gut daran, den festen Partner einzubeziehen und ehrlich über ihren Stress zu reden. Euer Schatz kann euch bestimmt helfen, eure Gedanken zu sortieren und bessere Entscheidungen zu treffen. Beruflich gibt es wahrscheinlich sehr viel zu tun. Vor allem männliche Figuren in der Chefetage treten recht rüde auf, um ihre Vorgaben durchzusetzen. Andererseits kann es, wie gesagt, ein Erfolgsmonat werden. Und das könnt ihr auch ein bisschen selber steuern, indem ihr einen kühlen Kopf bewahrt und euch nicht provozieren lasst. Der Neumond am 4. November im Skorpion aktiviert den Karrierebereich eures Horoskops. In der Meditation oder bei einem Ritual solltet ihr um Weisheit und Gelassenheit bitten, wenn es stürmisch zugeht. Im besten Falle habt ihr ein gut eingespieltes Team um euch und nehmt es euch gegenseitig nicht übel, wenn der Ton rauer wird, weil es viel zu bewältigen gibt. Wenn es schlecht läuft und ihr euch sehr unter Druck gesetzt fühlt, könntet ihr versucht sein, alles hinzuschmeißen und spontan zu kündigen. Wartet mit solchen Entscheidungen auf jeden Fall ab bis nach dem 20. November. Dann könnt ihr immer noch überlegen, ob ihr wirklich aussteigen wollt. Durchaus möglich, dass ihr wichtige Entscheidungen treffen müsst, aber die sollten wohl überlegt sein. Eine schwierige Phase ist vom 13. bis zum 20. November mit Höhepunkt zur Mondfinsternis am 19. November mit dem Vollmond im Stier. Da könnte ein häusliches oder familiäres Problem sehr an den Nerven zerren. Leider muss man auch sagen, dass diese Tage eine erhöhte Trennungsgefahr anzeigen, wenn in eurer Beziehung schon etwas im Argen liegt. Erst recht, falls euer Schatz euch ein Ultimatum stellen sollte. Vertagt solche Gespräche auf die Zeit Ende des Monats. Ein weiterer Punkt ist, dass während dieser Phase die Verletzungs- und Unfallgefahr für euch erhöht ist, vor allem wenn ihr euch hektisch machen lasst und unachtsam werdet. Immer wieder durchatmen ist hier der Tipp. Mit Achtsamkeit im Raum ankommen und einfach nur wahrnehmen, was ist. Tatsächlich kommt die größte Hilfe und Beruhigung für euch diesen Monat aus dem spirituellen und zurückgezogenen Bereich eures Horoskops. Deshalb solltet ihr euch, egal wie viel Hektik herrscht, Zeit fürs Meditieren oder zumindest für ein paar Entspannungsübungen und Yoga nehmen und für ausreichend Schlaf sorgen. Ab dem 20. November werden die Aspekte harmonischer und vieles läuft wieder runder. Ab dem 22., wenn die Sonne in den Schützen geht, kommt eine neue, angenehme Energie auf. Die Stimmung wird positiver und auch euer Humor kehrt zurück, falls er euch denn zwischenzeitlich abhanden gekommen sein sollte. Eure Vitalität wird gestärkt und ihr erhaltet Einladungen von Freundinnen und Freunden. Auch für euer Liebesleben beginnt dann eine gute Zeit. Vor allem die Singles unter euch haben dann für die kommenden 3 Wochen eine interessante Flirtphase. Flirtkandidatinnen und Kandidaten begegnet ihr, indem ihr euren Hobbys nachgeht oder feiert, wozu ihr dann wahrscheinlich auch wieder mehr Zeit habt. Möglich auch, dass es mit einer Person, mit der ihr schon länger befreundet seid, zu prickeln anfängt. In euren festen Partnerschaften oder auch innerhalb der Familie wird es nun Zeit, sich zu versöhnen, falls es in den Wochen zuvor zu Streitigkeiten gekommen sein sollte. Die Sterne fördern freundliche und konstruktive Gespräche und einen guten Zusammenhalt. Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Wundert euch nicht, wenn euch im November das Fernweh packt. Vielleicht könnt ihr ja noch eine spontane Reise in die Sonne unternehmen. Besonders die letzten 10 Tage des Monats hättet ihr wunderbare Konstellationen, um euch abzuseilen und irgendwo zu entspannen. Gleich schauen wir weiter in eure Sterne. Vorher habe ich noch einen Hinweis. In diesem Sternzeichenhoroskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine PDF-Horoskope und Beratungen, die auf der Basis eures Geburtsdatums individuell für euch erstellt werden. Mehr Informationen darüber findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Beruflich könnt ihr im November sehr produktiv sein. Der Mars geht am 30. Oktober in den Skorpion und bringt euch für 6 Wochen Power und Unterstützung. Für eure Mitmenschen sind die Aspekte teilweise nicht so günstig. Das merkt ihr dadurch, dass viele Leute unter starkem Stress stehen.
Wenn euer Partner oder Partnerin beispielsweise Stier, Löwe, Skorpion oder Wassermann ist, kann das Zusammensein zeitweise schwierig werden. Am besten, ihr nehmt es nicht persönlich, wenn Menschen im November ruppig sind, weil sie sehr unter Druck stehen. Versucht, es auszuhalten und für sie da zu sein, wenn ihr gebraucht werdet. Ihr habt in diesem Monat mehr Kraft, als ihr denkt. Der Neumond am 4. November im Skorpion aktiviert bei euch den Wunsch zu planen und räumlich oder zeitlich in die Ferne zu schweifen und euch Gedanken über die Welt und eure Zukunft zu machen. Genau das könnt ihr in der Neumond-Meditation auch tun. Ihr habt bestimmt viele Ideen und seid sehr inspiriert. Wenn ihr mögt, verbindet euch dazu mit gleichgesinnten Freundinnen und Freunden und bereitet vielleicht ein schönes Ritual vor, das ihr gemeinsam durchführen könnt. Die Menschen um euch herum können es brauchen, dass man ihnen gute Perspektiven gibt, vor allem wenn sie sich in ihren Projekten verzetteln und überall Druck bekommen. Am 5. November bewegt sich die Venus in den Steinbock und bildet dann freundschaftliche Aspekte zu euch, und zwar bis zum 6. März 2022. Das wird eine schöne Zeit, in der alte und neue Kontakte euer Leben positiv beeinflussen. Auch geschäftliche Verbindungen können sich dann ergeben und die sind sehr lukrativ und machen auch noch Spaß, weil ihr euch mit den Beteiligten gut versteht. Und bis Ende November habt ihr außerdem wunderbare Tendenzen für euer soziales Leben. Wahrscheinlich erhaltet ihr viele Einladungen und die Menschen fühlen sich zu euch hingezogen oder wollen etwas mit euch unternehmen. Das ist natürlich auch schön, um anzubandeln und zu flirten, wenn ihr noch Single seid. Und wenn ihr in einer festen Partnerschaft lebt, regen die Sterne sowohl die Liebeslust an, als auch den Spaß daran, gemeinsam etwas mit Freundinnen und Freunden zu unternehmen. Vom 13. bis 20. November haben wir eine starke kosmische Anspannung, die für viele Menschen schwierig zu handeln ist. Aber zu euch stehen die Planeten in Harmonie. Höhepunkt ist die Mondfinsternis mit dem Vollmond im Stier am 19. November. Ihr scheint damit euch im Reinen zu sein, aber viele andere sind in der Zeit nervös und emotional reizbar. Gut möglich, dass sich Streithähne an euch wenden und um Vermittlung bitten oder dass ihr einfach mitkriegt, wenn Leute sich nicht verstehen und man erhofft sich von euch Lösungsideen für das Problem. Grundsätzlich kann das auch gut funktionieren und ihr könnt helfend oder schlichtend eingreifen. Aber achtet dabei darauf, dass ihr nicht in Konflikte hineingezogen werdet. Beruflich ist der Monat wahrscheinlich erfolgreich und auch lukrativ. Für beides habt ihr gute Sterne. Allerdings kann es sein, dass Geschäftskontakte oder Auftraggeber selbst in irgendwelche Schwierigkeiten geraten, wovon dann vielleicht auch Projekte, die ihr mit ihnen habt, betroffen sind. Am besten, ihr macht gute Verträge und wenn ihr selbstständig seid, achtet ihr darauf, dass ihr euer Honorar auch bekommt. Doch zwischen dem 15. und 19. November dürft ihr mit einem ganz überraschenden Geldeingang rechnen oder einem spontanen, lukrativen Auftrag. Besonders gut läuft es, wenn ihr im Bereich Marketing, Kommunikation, Tourismus oder Fortbildung zu tun habt. Ab dem 20. scheinen sich viele Menschen wieder zu beruhigen und der allgemeine Druck und die Nervosität lassen nach. Am 22. November läuft die Sonne in den Schützen und am 24. auch in der Merkur. Und beide aktivieren dann in den kommenden 4 Wochen bei euch den Karrierebereich des Horoskops. Verbunden damit scheinen Personen oder Projekte der Vergangenheit wieder wichtig zu werden. Vielleicht kommt jemand auf euch zu, mit dem ihr schon mal erfolgreich zusammengearbeitet hattet und will dies nun fortsetzen. Und dann müsst ihr euch überlegen, ob das auch zu euren aktuellen Plänen passt. Gut möglich, dass ihr zumindest nicht spontan zur Verfügung steht, weil euch euer Privatleben gerade wichtiger ist. Die letzten Tage des Monats sind nicht nur zum Reisen oder für eine Auszeit ideal, sondern auch für euer soziales Leben. Liebende haben schöne Aspekte für Romantik und Zärtlichkeit, aber auch für den gemeinsamen Genuss von Kunst und Kultur oder auch Spiritualität mit Freundinnen und Gleichgesinnten stehen die Sterne wunderbar. Und hier kommt für euch der Serviceteil mit Neuigkeiten und Terminen.
Die Meisterklasse für die Aspekte und Transite ist erfolgreich angelaufen und jetzt steht auch schon der Plan für die nächste Meisterklasse zur Partnerschaftsastrologie. Der Kurs beginnt am 27. Januar 2022 und kostet ebenfalls 390 Euro. Es wird auch wieder einen Frühbucherrabatt geben und wenn ihr euch den sichern wollt, könnt ihr euch schon mal unverbindlich einen Platz reservieren. Die Infokarte hier und auch einen Link in der Videobeschreibung führen euch zu allen Infos und Terminen und zur Reservierung eures Kurses. Falls ihr Beratungsbedarf habt, findet ihr auf meiner Homepage meine Angebote an persönlichen Beratungen oder schriftlichen PDF-Horoskopen, die auf der Basis eurer Geburtsdaten erstellt werden. Da gehört auch die Jahresvorschau dazu und das persönliche Geburtshoroskop. Bei all diesen Produkten erfahrt ihr, welche Transite nicht nur auf euer Sternzeichen, sondern auch auf die anderen Planeten eures Horoskops wirken. Aus Anlass des wichtigen Mars-Transits durch den Skorpion gibt es in diesem Monat eine Rabattaktion auf die Mars-Analyse. Damit ihr euch informieren könnt, welche Kräfte der Mars für die nächsten 6 Monate in eurem Horoskop freisetzt, bekommt ihr die Mars-Analyse mit 40% Rabatt und das verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Außerdem findet ihr auf meiner Homepage auch eine Reihe von Dossiers mit wichtigen Themen zum Nachlesen. Im November ist zum Beispiel die 90-Sekunden-Regel super wichtig. Dann als Unterstützung für euer Mondritual das Dossier Inspirationen für dein Ritual. Und natürlich das Dossier zu den Monatshoroskopen im November. Achtung, diesmal nur als Gesamtpaket zum Sonderpreis von nur 5 Euro. Alle Serviceprodukte könnt ihr für eine kleine Gebühr als PDF herunterladen und die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Der nächste Livestream ist für den 23. November geplant und dann schauen wir in den Mondzyklus mit der Sonnenfinsternis im Dezember. In meinen Livestreams gibt es ja auch immer ein Gewinnspiel und wenn ihr daran teilnehmen wollt, könnt ihr euch vorher über meine Homepage anmelden. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. In der Verlosung könnt ihr diesmal eine persönliche Jahresvorschau gewinnen. Darin enthalten ist die Deutung eures aktuellen Solarhoroskops und die wichtigsten Transite für die Liebe und das Business für die kommenden 12 Monate. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, abonniert meinen Kanal und postet mir hier einen interessanten Kommentar. Ich freue mich zum Beispiel sehr, wenn ihr mich wissen lasst, ob meine Tendenzen bei euch zutreffen. Das Kanalabo hat auch den Vorteil, dass ihr euch benachrichtigen lassen könnt, wenn ich neue Videos hochlade oder livestreame. Wer gewonnen hat, gebe ich dann im Video für den Dezember bekannt. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Habt ihr schon das neue Video von Christoph und mir gesehen? Falls nicht, unbedingt anschauen. Ein Jahr Luftepoche, das Update. Außerdem gibt es in meinem Livestream-Video mit dem Waage-Neumond einen ersten Blick ins Jahr 2022 auf die besondere Konstellation mit Jahresherrscher Jupiter. Alles Gute mit den Sternen!